Moin Moin Freunde, seid gegrüßt, herzlich willkommen. Nur als Info vorweg, wir haben Dienstag, den 11.05. Ich habe das Spiel schon durch. Ja, ich habe es im Stream durchgespielt. Es ist eine reine Streamaufnahme. Ich habe nicht geplant gehabt, das auf YouTube zu machen. Ich mache es jetzt nur im Nachhinein, weil einfach ich Bock habe. So, deswegen lade ich euch das hoch in Parts. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Videos. Es ist meiner Meinung nach eine absolute Verbesserung zu Teil 7. Und wenn ihr live mal dabei sein wollt, twitch.tv/jadiap, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich kann euch nicht mehr wünschen, außer viel Spaß bei den Videos. Und ja, kommentiert, wenn ihr wollt, oder kommt mal in den Stream. Viel Spaß. Ich weiß nicht, ob man sich am Anfang entscheiden muss oder ob man das auch im Nachhinein ändern muss, kann. Ich würde nämlich den Raytracing-Mode gern ausprobieren. Bin ich ehrlich. Wenn das nur ein paar Stellen schwankt auf 52, 53 oder so, bin ich ehrlich, ist mir das Latte. Dann scheiß drauf. Wenn wir dafür dann die Raytracing-Effekte und so haben, nehme ich sie mit. Ah, okay, perfekt. Dieses Spiel verfügt über automatische Speicherfunktion. Okay, nice. Okay, Add-ons werden geladen. Sprachausgabe. Deutsch. Anzeige Deutsch. Untertitel machen wir mal an. Audioausgabegerät. Aha, hier wird also nicht gesagt, dass ich angeblich eine Soundbar habe, ja? So wie bei Returnal, wo ja einfach steht, du hast eine Soundbar, fertig. Ja, machen wir einfach TV, Digga. Scheiß drauf. Ja. Das lassen wir so. Das lassen wir einfach auch so. Das lasse ich einfach alles Standard. Das passt. Oh, jetzt muss man diese scheiß Nutzungsdinger runterscrollen. Ich weiß gar nicht, wer sich das mal einfallen lassen hat, dass man das machen muss, ne? Anstatt einfach zu bestätigen. So, folgendes Wort im Spiel hinzugefügt. Survival Set. Yo, das haben wir durch Vorbesteller. Möchtest du dir einen kurzen Rückblende ansehen? Resident Evil 7 Biohazard geschah. Yo, das machen wir. Eine kurze Rückblende zu Resident Evil 7, Freunde. Weil Teil 8 ist ja quasi eine Fortsetzung. Ne? Also eine direkte. Das ist anders als bei den anderen Teilen. Die anderen bauen zwar auch aufeinander auf, aber dann hast du mal Jill gespielt. Mal Chris, mal, keine Ahnung, Leon. Jetzt spielst du halt diesen Ethan Winter, glaube ich, hieß der, von Teil 7 und den spielt er auch von 8. Wir gucken uns die Rückblende an, Freunde. Gönnt euch. Gut. Wo fange ich an? Ich bin Ethan. Ethan Winters. Hab ich recht. Das mit den Bakers ist jetzt 3 Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann kam Chris. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Ja, reicht das? Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Es ist vorbei. Ja, oder auch nicht, Digga. Oder auch nicht. Weil, wenn es jetzt vorbei wäre, würden wir jetzt nicht hier sitzen. So, Optionen. Wollen wir mal schauen. Gameplay. Zielhilfe ein. Lassen wir mal, aber ich denke mal, die werden wir nachher wieder ausschalten. Anzeige Raytracing ist aus. Machen wir mal an.
Stimmlautstärke, okay, das ist einfach mal so, wie es ist. Ja, komm, das können wir einfach erstmal so alles so lassen. Wichtig ist halt erstmal, dass wir Raytracing anhaben. So. Leider geht das Spiel nicht mit Maus und Tastatur. Freunde, Itachi moin, Hoshi moin. Das habe ich nämlich gestern noch mit der Demo getestet. Also, ich habe es jetzt mit der Version nicht getestet. Bei der Demo geht's nicht. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass es bei der Vollversion auch nicht geht. Dass wir es auf der Xbox mit Maus und Tastatur spielen. So wie, keine Ahnung, Assassin's Creed Valhalla und, da ist das ja möglich. So, neues Spiel. Achso, warte mal. Boni? Filme? Achso, Erinnerung an Resident Evil 7. Okay. So, neues Spiel. Wir spielen Standard. Ganz normal, Digga. So, wie es sich gehört. Dorf der Schatten. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Hallo? Oha, Digga, was ist jetzt los? Digga, meine Series X gerade ausgegangen. Okay. Das ist kein gutes Zeichen. Meine Series X gerade einfach ausgegangen. Schmutz, was da los? Ja, der Xbox-Ausgang, der. Geld zurück? Ja, mal abwarten. Raytracing Game Toten? Ja, nee, das glaube ich nicht, Digga. Keine Ahnung, was das war. Es gab übrigens ein Update bei Returnal. Digga, ich glaube, das liegt im Zusammenhang mit dem Game, Digga. Ist einem das Bild grau? Wir gucken mal. Solch ein Problem hatte ich nicht. Ja, okay. Aber du hast eine Series S, ne? Dann gucken wir uns nochmal das Video an. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Okay. Doch der Wald war erfüllt von dunkler. Ja, spring zum Fledermauskönig. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Mhm. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Den wollte ich sehen. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. Komm, Kind, stille deinen Durst, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. Komm, Kind, wärme dich, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. Digga, in der Hoffnung, ein Boot für sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. Komm, Kind, iss nur. Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross
mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Schöne gute Nachtgeschichte, Freunde. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Rose? Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Die sieht ein bisschen anders aus. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Och, die Kleine. Ist so, Digga. Perfekte Gute-Nacht-Geschichte. Grafik unnormal. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Unnormal krank. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Lese ich nachher mal Tim vor. Ja, mach das, Digga. Unnormal krank, Digga. Ja. Halt dich besser fern von mir, wenn ich koche, Schatz. Oha. War das jetzt eine Drohung, oder? Wir müssen ja dran denken, sie hat uns ja schon mal ein Messer durch die Hand gebohrt, ne? Also so ist es ja nicht, Digga. Hopp! Haha! Weil hip Babybrei, Digga. Hier. Das brauchen wir überhaupt nicht. Mia kocht alles selbst. Jetzt hier heißt es Hopp, Digga. Ja, moin. Revanche Arschbohrer. Er ist eine Option, ey. Ja, komm, wir müssen noch die Treppe hoch, Digga, oder? Hau rein, Martin. Ich hab's dir gesagt, dieses Buch ist noch nichts für dich. Ja, ist so. Volksmärchen. Okay, hier ist das Badezimmer. Wie sind wir falsch? Hat sich angehört wie die Geschichte von den Heiligtümern des Todes, Digga. Der Beetle und der Bade, oder wie es heißt. Dieses Lied. Ah ja. Da mag es wohl noch jemand. Was da, meine Kleine? Okay, hier scheinbar Schlafzimmer. Okay, da muss ich erst natürlich rumgehen. Wer weiß, was dann Sache ist. Aber die haben sich jetzt 3 Jahre nach den Ereignissen von Teil 7 ist das. Die haben sich eine schöne kleine Familie aufgebaut hier. Uff. Wir müssen hier gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen. Was haben wir hier? Ursache des Giftgasvorfalls in Dalby geklärt. Die Ermittlungen bezüglich des Austritts von giftigen Gas in Dalby, Louisiana im Jahre 2017 wurden am 18. dieses Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zu dem Endergebnis, dass natürliches Gas, welches sich in Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Jack B., 57, und seine Familie, die beim Gas ausgesetzt waren, verstarben in den Folgen. Aha. Mit Ethan und Mia W. wollen sich zur Zeit des Unglücks 2 weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keinen Hinweis zu ihrem Verbleib.
Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurden verlautet, dass es mindestens 10 Jahre dauern würde, bis das Gebiet wieder bewohnbar wird. Ob sich überhaupt noch jemand daran erinnert? Ja, auf jeden Fall die, die in der Nähe wohnen wahrscheinlich. Digga, Grafik ist echt krank. Wie geil natürlich sich das Baby bewegt, so auch mit den Fingern, mit den Kleinen und so ein bisschen und so, ne? Ein Redhead, oh mein Gott, na warum, Digga? Meinst du, hat das Kind keine Seele, oder? Wie Cartman immer sagt. Oha, Kinderzimmer Deluxe, Digga. Kann ich den Ball wegschießen? Ja, das 90% der Spieler werden das als erstes versuchen, wette. Oh. Darf deine Mama nicht warten lassen. Wütend ist sie zum Fürchten. Oha, okay. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Ja, Papa hat schon ganz andere Sachen mitgemacht, ja. Die Sachen, die Rose morgen anziehen soll. Ah, wurden also schon von der Mama hingelegt. Kenn ich. So, Mia und ich haben uns mal wieder gestritten. Ich habe aus Versehen die Sachen von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Ach, die wohnen jetzt in Europa. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerungen in unseren Köpfen herumgeistern? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch. Da bin ich sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Okay. Rose Lieblingsspielzeug. Überlebende an der Waffe. Handhabung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ah, okay. Er hat wahrscheinlich Bücher über Waffen gelesen. Oh, Hochzeitsbilder. Oh, da sind Schwangerschaftsbilder. Geburt. Ah, komm, ist geil gemacht, Digga. Ich wünschte, es könnte immer so bleiben. Ja, Mann. Cool gemacht und grafisch mega geile Fotos. Warum Pedo-Alarm, Digga? Jetzt übertreib nicht mal so eine Scheiße. Mir ist Medizin. Seit dem Vorfall muss sie sich an eine strikte Diät halten. An eine Diät? Warum an eine Diät, Digga? Die wirkt jetzt nicht so, als ob sie eine Diät gebrauchen könnte, oder? Nee, ganz und gar nicht. Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Ah. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume. Was für ein regionales Gericht. Wow. Okay, die wohnen in Spanien. Ein, huh? Oder? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Wow. Mia, runter! Mia! Ah, 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 ah.
Karl! Chris! Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Was? Das macht doch gar keinen Sinn, Digga. Los, Bewegung! Oh, Rose. Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schafft ihn hier raus. Okay, besser. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Okay. Ich bin gerade ein bisschen entsetzt. My little angel. Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert? Okay. Wo hat er jetzt die Taschenlampe? Oh, Digga. Ja, Mann, Digga. Ein weiterer Monat. Ein weiterer Monat. Ich gebe dir die Jolla. Vielen Dank, Digga. Für deinen Resub. Extra gewartet, bis die Szene vorbei ist. Perfekt gemacht, Digga. Vielen, 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 vielen Dank für den Resub. Danke dir, mein Freund. Digga, wir waren anscheinend in irgendeinem Auto und Transporter und wurden weggebracht. So, Missionsziele. Ziel eliminieren. Leiche sicherstellen. Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Und deine Meinung zum Anfang gerade? Ich habe schon so meine Theorie aufgestellt. Ich habe noch gar keine, Digga. Ich bin gerade ein bisschen entsetzt darüber, dass Chris sie das ist der Blink, okay. Dass Chris sie erschossen hat, obwohl Chris sie ja gerettet hat. Digga, Grafik ist unnormal. Krank.
mal eine simple Theorie aufgestellt. Bin echt gespannt, ob es so kommt. Okay. Wenn ich soweit bin, dass ich der Meinung bin, dass ich eine aufstellen kann, dann können wir mal drüber quatschen, Digga. Weil ich glaube, wenn du mir die jetzt erzählst, dann spoilert das eine Menge. Fuck, was war das? Okay. Hier war gerade irgendwie ein Fluss oder so. Schweine drin. Hier ist wohl ein Schweinestall. Scheinbar. Scheinbar wohnt hier wer. Aber man muss ja sagen, dafür, dass seine Frau erschossen wurde und sein Kind entführt, hat er das aber noch gut weggesteckt. Digga, das ist gerade echt so eine Stimmung. Man will wirklich nicht weitergehen.